In dieser Aktuellen Stunde ist Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich denke, man kann in dieser Debatte jetzt nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, nachdem wir eine Rede erlebt haben. Und ich sage die Rede von Frau von Storch, die aus meiner Sicht eindeutig, unzweifelhaft sich bei der Rhetorik, wie sie aus Reden des Reichspropagandaministeriums im Dritten Reich kenne, bedient. Das war eine unerträgliche, eine widerliche, von Anti-Amerikatismus und auch antisemitischen Klischees durchsetzte Rede. Es ist eine Schande, dass so hier in diesem Parlament gesprochen werden kann. Und wer selbst aus so einem elitären Hintergrund wie Sie kommt und hier elitär, privilegiert im Bundestag sitzt, hat sich nicht über Frau Getty oder sonst wem so herabzulassen. Es ist schändlich. Es ist wirklich nicht zu ertragen, dass so etwas hier möglich ist. Und wir müssen alles tun, dass im nächsten Parlament solche Stimmen nicht mehr gehört werden können. Zugleich zeigt das aber, wo Rechtspopulismus mündet. Und dass wir alles tun müssen, uns nicht zu Komplizen von Ihnen zu machen in dieser Debatte. Denn Ihr Manöver und Ihre Absicht ist ja wirklich durchschaubar. Ansonsten, wenn man das mal außen vor lässt, stelle ich aber fest, bei dem, was man in Social Media wahrnimmt, aber auch in Teilen dieser Debatte, dass erstaunlicherweise der Präsident des deutschen Verfassungsschutzes mehr Nüchternheit und mehr progressiven Blick auf Protest und auch Form von zivilen Ungehorsam zeigt, als manche prominente Mitglieder der politischen Kultur Deutschlands. Und das ist eine interessante Erkenntnis. Das macht mir Hoffnung in Bezug auf den Verfassungsschutz. Denn er hat recht mit seiner Aussage. Es ist eben nicht automatisch aus Strafbarkeit Extremismus zu folgern. Ich verstehe nicht, warum nicht man nüchtern und mit der Frage der juristischen Beurteilung sprechen kann. Und genau das hat Herr Haldenwang gemacht. Er hat eben nicht gesinnungsjuristisch gesprochen, sondern als sachlicher Verfassungsschutzpräsident. Und deshalb ist er keine Fehlbesetzung. Und da sehe ich es in diesem Fall anders als Herr Kubicki. Wir haben ein Glück, dass wir einen solchen Verfassungsschutzpräsident haben, im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Ich finde es aber darüber hinaus auch erstaunlich, wie gerade die von rechts außen, die immer so einen Kult der Empörung anklagen und Cancel Culture anklagen, genau sich als Großmeister der Empörung offenbaren und eben auch genau diese Cancel Culture betreiben. Denn das werden sie ja genau machen. Jeder, der versucht zu analysieren, der auch versucht, nach Gründen zu fragen, warum die letzte Generation und andere so auftreten, den prangern sie dann an als Verteidiger von Gewalt, als Apologet des Terrorismus. Ich habe aber viele Shitstorms erlebt. Deshalb freue ich mich auf ihr Anprangern und es kümmert mich nicht die Bohne. Ich kann damit gut leben. Und außerdem ist es ja interessant, dass Sie in der Beantragung dieser Aktuellen Stunde diese Klimaproteste insgesamt nicht nur als Extremismus, sondern letztlich als eine zutiefst große Gefährdung der Demokratie darstellen. Sie selbst, werte AfD, haben zur Demokratie folgendes Verhältnis: rein usurpatorisch, rein utilitaristisch, rein parasitär. Sie leben und nutzen diese Demokratie, höhlen sie aus, sie profitieren von ihr, aber sie tragen nichts zu ihrem Gedeihen bei. Darüber hinaus und jenseits all dessen, aber finde ich auch es frustrierend, ja teilweise auch enttäuschend, wie in Plattformen, auf Twitter und so weiter gesprochen wird. Und wie diejenigen, die ja legitimerweise fragen können, ist die Demokratie gefährdet oder auch nicht gefährdet durch Klimaproteste, durch Klimaaktionen, dann selbst Wegsperren fordern, sagen, die Leute gehören einfach weg und dabei Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaats verletzen. Wir haben eine Gewaltenteilung. Und im Rechtsstaat richten Richterinnen und Richter. Und richten wir nicht als Parteien, richtet nicht der inszenierte Mob auf der Straße. Das ist unser Rechtsstaat, das ist unser Prinzip. Und deshalb ist es, dem Ende nahe kommt, für mich auch Ausdruck einer gewissen Chuzpe und letztlich eine ironische Geschichte, dass ausgerechnet Herr Scheuer die Bundesinnenministerin und den Justizminister auffordert, die
jungen Aktivisten, Aktivistinnen der letzten Generation wegzusperren und dann sagt, sie müssten Konsequenzen spüren. Das sagt jemand, übrigens interessanterweise auch noch beim Thema Verkehr, der nun wirklich das Nicht-Übernehmen von Konsequenzen, das Nicht-Spüren von Konsequenzen und das Nicht-Übernehmen von Verantwortung zur Kunstform erklärt hat. Deshalb zum Abschluss. Ja. Bitte ich darum, mal darauf zu achten, wie so eine Debatte auf junge Menschen um uns herum wirkt. Das ist doch das Entscheidende. Nicht diejenigen, die gewalttätig sind, aber die sich das angucken. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und für diejenigen ist es zutiefst abschreckend, wenn wir null Gespür und Gefühl für junge Generationen zeigen, aber eher mit altherrenwitzartigem, bräsigem Auftreten belehrend paternalistisch agieren. So werden wir gewiss nicht den Klimaschutz in seinem Ernst begreifen. Vielen Dank.